Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dardasha, mein Leben in der Da'wa, mit unserem geliebten Onkel Amu Ahmed al-Khalifa. Amu Khalifa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ahmed von Denfa, ein großer Name in der deutschsprachigen islamischen Welt, ein Gelehrter, der viele Werke verfasst hat, der auch viel für die deutschsprachige Umma getan hat. Wie war deine Beziehung zu ihm? Ahmed von Denfa und ich, wir sind das gleiche Jahrgang. Namensvetter. Namensvetter. Körpergröße. Körperbreite gleich. Auch. Und er ist mein Zwillingsbruder. Ja. Ganz kurz gesagt. Auch wenn unsere Geburtsorte ein paar tausend Kilometer voneinander entfernt waren, oder sind, ich fühle mich jedes Mal mit diesem Mann als Zwillingsbruder. Verbunden. Wir haben viele gemeinsame Gedanken und wir konnten uns auch verstehen und ich konnte mich vorstellen, was würde der Ahmed von Denfa in diesem Moment reagieren und er konnte sich auch jedes Mal ein Bild daraus machen, was würde der Ahmed Khalifa in diesem Moment reagieren und entsprechend unserer Kenntnisse haben wir gehandelt. Das heißt, ihr konntet sozusagen die gegenseitigen Gedanken vervollständigen. Ihr könntet fast eure Gedanken lesen, sozusagen. Das können wir jetzt mal sagen, in vielen Hinsichten. Aber wie auch wenn wir sehr unterschiedlich sind. Unterschiedlicher könnt ihr nicht sein. Von der Optik, vom Charakter, von. Wir wissen, dass du manchmal Schwierigkeiten hast, einem Menschen etwas direkt zu sagen, aus Angst, ihn zu verletzen. Aber ich weiß, dass Herr Ahmed von Denfa einer der direktesten Menschen ist, die ich, glaube ich, in meinem Leben gesehen habe. Und der sich manchmal nicht davor scheut, die direkte Ansicht zu sagen, ohne dabei zu verletzen, ohne dabei herabwürdigend zu wirken. Aber er ist einfach, er sagt das nüchtern, so wie das ist. Hast du das so erlebt? Ja, und so habe ich ihn verstanden und so habe ich ihn auch gemocht, weil er hatte getan, was ich unfähig dafür bin. Zum Beispiel? Zum Beispiel, du sitzt im Büro, du hast viele Aufgaben, draußen sitzen Leute, die warten, dass sie mit dir sprechen und jemand möchte ein langes Gerede mal halten, damit er nur spricht. Er hat keine Sorgen, dass er erzählt, dass er nur weniger Sorgen hat, sondern er möchte ein bisschen Freizeit verbringen in der Moschee. Ich habe Probleme mit solcher Person zu sagen, es tut mir leid, was du sagst, ist halb Müll, du darfst gehen. Ich muss jetzt mal irgendeine Entschuldigung suchen, damit ihr weggeht. Manchmal habe ich Erfolg, manchmal habe ich keinen Erfolg. Der Ahmed von Denfa hat gar kein Problem zu sagen, lieber Bruder, was du sprichst jetzt mal ist nicht wichtig. Ahmed Reif hat andere Termine, die sind wichtiger als was du sagst. Auf Wiedersehen. Ganz kurz und nüchtern sagt er das. Der eine sagt, der ist unhöflich, der andere sagt, der Ahmed Khalifa verliert seine Zeit mit unnötigen Gesprächen. Wir haben uns verstanden und wir haben uns gegenseitig ergänzt. Ich habe euch ergänzt. Er war ein tolles Team. Ja. Und wenn jemand von ihm verärgert ist, konnte ich ihn ein bisschen beruhigen, damit er den Kontakt zur Moschee auch nicht verliert. Das ist auch eine von meinen Ängsten. Ich möchte niemanden verlieren als Besucher der Moschee, als Gänger in einer Moschee, als jemand, der sein Vertrauen in einer Konstellation, in einem Modell von Muslimen da sein in Deutschland, auch wenn es nicht das Perfekte ist, aber trotzdem, das ist unsere Heimat. Wie hast du seine Arbeit kennengelernt? Ich kenne Ahmed von Denfa mit einem kleinen Terminkalender in seiner Tasche und seinem zwei Stifte in den
an der Tasche. Und seine Jalabiya, immer. Ich glaube, ich habe ihn... Am Anfang war ich mal mit einer Hose, mit einem weiten Hemd. Dann später kam die Jalabiya dazu. Seitdem ich denken kann, habe ich Jalabiya gesehen. Aber diese zwei Dinge hat Ahmed von Nemfar immer bei sich gehabt. Sein Terminkalender und sein Stift. Er hat immer Notizen gemacht, hat seine Termine sofort jetzt mal getan und seine Termine waren für ihn heilig. Ja. Er hat die Schulführungen und die Besucherführungen in der Moschee sehr schön gemacht, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Auf alle Fragen hat er eine Antwort von den Schülern, von den Besuchern der Moschee. Wenn er einen Artikel schreibt, wenn er einen Vortrag vorbereitet, hat er tiefsten Beweise dafür diesmal geholt. Er war einmal in der Woche in der Bayerischen Staatsbibliothek in Stabi. Mhm. Das war schon regelmäßig, ich vermute, war der Mittwoch, okay, wo er immer dort war. Das war ein fester Termin. Und wir wussten alle, am Mittwoch dürfen wir von Ahmed von Nemfar keine Termine in der Moschee machen, weil er in der Staatsbibliothek ist. Von morgens bis abends? Oder? Ja, wir sehen ihn nicht an dem Tag. Er ist in der Staatsbibliothek. Am nächsten Tag sehen wir die Beweise, Bücher sind da und steht jetzt mal am Kopiergerät und kopiert, was er jetzt mal aus den Büchern ausgewählt hat. Ja, das hat man regelmäßig gesehen. Seine Vorträge, er liest die arabische Sprache sehr gut, kann das so gut übersetzen, auch wenn er ein bisschen scheu ist, Arabisch zu sprechen. Aber das Lesen, das Übersetzen, das Diskutieren über die Einzelheiten der arabischen Sprache mit seinem Duden, in seinem Büro sind mindestens drei Duden sind da, die er davon auch sich stützen wird, seine Meinung zu belegen. So war der Ahmed von Nemfar auf jeden Fall. Sitzt man mit ihm, dann gewinnst du viel Wissen und viel Verbindungen in der Geschichte und im Gegenwart. Es ist nicht selten, dass er sagt, so war es in Deutschland vor 50 Jahren, so kann es mal passieren, wartet noch ein bisschen, dann kommt das Problem oder kommt die Erleichterung. Eine Veränderung wird irgendwann kommen. Mit seinen früheren Lesungen für die Gesellschaft, die da ist. Oder da gibt es eine Chance. In dem Kontakt mit diesem Länder muss man jetzt mal das ausnutzen und davon profitieren für die islamische Arbeit. Ja. Wir in Deutschland, wir haben eine wichtige Aufgabe für die Dauer. Wir sollen den Islam richtig praktizieren. Und unsere muslimischen Geschwister in den reichen Ländern haben die Pflicht, für diese Dauer zu bezahlen. Wenn wir Bücher drucken sollen, wenn wir Konferenzen machen möchten, wir sind keine Quelle für Geld. Wir sind Quelle für Taten, die sind Quelle für Geld und beide werden sich komplettieren, wenn die zusammenarbeiten. Ganz einfach sagt er das für jeden Besucher, der da kommt. Weil manchmal haben wir Angebote bekommen von Universitäten, wir möchten einen Da'i aus dem arabischen Raum zu euch schicken. Dann sagt er, wenn er Deutsch nicht versteht, wenn er die deutsche Sprache nicht beherrscht, braucht er nicht zu kommen. Das Geld, was man für ihn bezahlt, bezahlt jetzt mal für unsere Arbeit hier, für Bücherdruck oder für eine Konferenz, dann hat man mehr Erfolg für die Dauerarbeit. Ganz klipp und klar. Lass uns über Ahmed von Nemfar, den Autor und Übersetzer, sprechen. Wir wissen, er hat sehr viele Bücher verfasst. Er hat auch sehr viele Werke übersetzt. Er hat das Buch Al-Halal wal-Haram von Sheikh Qaradawi übersetzt. Er hat die Koran-Übersetzung von Muhammad Asad, glaube ich, auch übersetzt. Der dicke Band. Mhm. Aber seine größte Errungenschaft, denke ich, war die Übersetzung des Korans. Und was ihn auszeichnet, ist, dass er ein sehr genauer Übersetzer ist. Er war sehr präzise bei seiner Arbeit. Ich kann mich auch erinnern, als er seine Durus im Ramadan hielt und über die Bedeutung des Siyams sprach, wollte er sagen, dass das Siyam al-Imsak, die Enthaltung ist, und er sagte Samate Shams. Und fragte in der Runde, was heißt Samate Shams? Und die Hälfte der anwesenden Araber sagten, ja, die Sonne fastet. Und das war eben nicht der Punkt, den er meinte. Du hast diese Koran-Übersetzung mitverfolgt, also die Arbeit ja. Und die Entwicklung. Ich glaube, erzähl uns mal davon, weil das
eines der wichtigsten, aber vielleicht weniger bekanntesten Übersetzungen ist. Zuerst Ahmed von Nemfer hat von Ägypten, von Al-Azhar und von Mubarak persönlich einen Ordenspreis bekommen für diese Arbeit. Ja? Das wissen viel wenige Leute. Okay. Ja, er wurde eingeladen nach Kairo in Laylat al-Qadr, vielleicht 94, 95, und er hat einen Preis bekommen für diese Übersetzung. Man wollte in dieser Zeit die Wissenschaftler in Ägypten und außerhalb Ägypten einen Preis geben, dass die noch bessere Arbeit jetzt mal leisten. Und die ägyptische Botschaft in Bonn damals hatte Ahmed von Nemfer dafür empfohlen. Oh, und er hat diesen Preis geholt von Ägypten. Ist er hingereist? Und er ist hingereist zum 27. Ramadan und hat den Preis entgegengenommen. Mit ein paar organisatorischen Problemen in Ägypten, was man auch dort erwartet. Aber am Schluss hat er einen Preis dafür bekommen, für diese Arbeit. Er hat gesehen, dass die vorhandenen Übersetzungen, die auf dem Markt waren, entweder die Ahmadiyya, die für lange Zeit nicht gedruckt wurde oder nachgedruckt wurde, das war ein Mangel auf jeden Fall, die ist da nicht perfekt, aber mit einem Mangel. Muhammad Rasul, seine Übersetzung, ist da. Sonst sind alle anderen Übersetzungen von Orientalisten mit Hintergedanken, wie die den Islam darstellen möchten, oder mit einem hochschönen literarischen Sprache bei einer anderen Übersetzung. Aber eine Übersetzung, die einem muslimischen Deutschen dient, hat er gesehen, dass die Übersetzungen, die damals waren, sind nicht dafür geeignet. Er wollte der Moslem, der deutsche Moslem, der den Koran liest auf Arabisch und auf Deutsch, dass er wortwörtlich und Zeile für Zeile versteht, was da steht. Nicht eine Übersetzung nur in der deutschen Sprache, wo man viele Freiheiten hat, sondern wortwörtlich, und das gibt es noch mehr Verpflichtung, ja. Du sollst treu für das Wort, was da ist momentan. Er suchte auch, dass wenn jemand die arabische Sprache erlernt und das Wort Mu'min hier sieht, dann findet ein Wort für das Wort Mu'min auf der anderen Seite. Mhm. Das kann nicht jedes Mal ein anderes Synonym verwendet werden, sondern das gleiche Wort muss immer verwendet werden. Bei vielen Übersetzungen, dann fehlen Verben und zwischen Klammern wird dies mal gestellt. Und er versuchte, dass zu wenig Klammern jetzt mal da kommen, soweit es möglich ist. So war die Arbeit nicht nur ein deutsches Können, sondern eine deutsche Beherrschung. Erforderlich. Er hat das gemacht, hat es gemeistert und es hat bei ihm ein Jahrzehnt mindestens Zeit gebraucht. Wann hat er begonnen? Ich glaube 86? Ungefähr 86 hat er damit begonnen. Und 94 hat er gesagt, er ist schon fertig mit der Übersetzung, aber er muss das nochmal wieder revidieren, ein- oder zweimal überarbeiten. Aber er findet die Zeit dafür nicht. Mhm. Und bei einer Konferenz in Pakistan, wo er auch als einem gut angesehener Gast in Pakistan, in Indonesien, in Malaysia immer war, war er in Pakistan, hat von seinem Projekt gesprochen. Dann habe ich ihm gesagt, in der Universität, wir haben ein Internat für die Gäste der Universität hier und dann kannst du zu uns kommen. Du wirst bewirtschaftet von uns hier mit den Studenten, die da sind, und dann kommen für ein, zwei Monate. Und kannst dich vollkommen dieser Sache widmen, von morgens bis abends. Am Schluss war es fast ein halbes Jahr. Und er hat dann seine Pflicht im Zentrum? Er hat sich beurlauben lassen vom Zentrum, oder wir haben ihn freigestellt, weil wir haben auch Interesse, dass so eine Übersetzung kommt für die Muslime. Alhamdulillah, das war unser Beitrag für diese Übersetzung. Später, als er kam, Alhamdulillah, hat er auch jemanden gefunden, der für den Druck bezahlt hatte. Und er hat es verkauft, hat es verschenkt. Ja. Gibt es jetzt mal die beiden Phasen.
Für mich war es die Übersetzung sehr schwer zu lesen. Okay. Ich konnte andere Übersetzungen einfacher zu meinem schnellen Verständnis erstmal verwenden als von Ahmed von Nemfer. Und ich kann mich erinnern, dass eine Dame kam aus Köln, suchte nach der Wahrheit, hörte, dass es ein islamisches Zentrum in München gibt, dann kam extra nach München, nur dass die das Zentrum besucht und ein paar Literatur, ein paar Bücher jetzt mal bekommt. Und dann hat sie gefragt, welche Übersetzungen sind da für den Koran. Ich habe gesagt, ich kann das nicht empfehlen als eine fremde Person, aber ich habe diese Exemplare. Habe ich ihr diesmal die Exemplare gebracht und dann hat sie entschieden für die Übersetzung von Ahmed von Nemfer. Zu meiner Bewunderung. Weil ich habe es immer gesagt, das ist nicht die richtige. Das ist viel zu hart in der Sprache und in Formen für mich als Ausländer, der ein paar Monate im Goethe-Institut was gelernt hat, war ein bisschen schwer. Dann hat die Frau das mit Begeisterung gesagt, das ist Nummer eins für mich. Nicht einmal zwei, drei Wochen später kam auch noch jemand anders, sucht auch jetzt mal ein Koran-Exemplar, habe ich wieder die vier, fünf Exemplare auf den Tisch gelegt und habe diesmal wieder für Ahmed von Nemfer entschieden. Und sie sind nicht die Muslime. Dass trotz meinem Zuversicht, dass Ahmed von Nemfer, wenn er etwas macht, macht er es perfekt. Aber es war für mich wirklich hart. Hast du dich getraut, ihm das zu sagen? Nein, er weiß schon Bescheid. Ich habe es ihm gesagt. Ja, ja. Okay. Ich habe es ihm gesagt. Und dann, als die zweite Person dafür entschieden hatte, habe ich gesagt, du sollst dich verbessern. Und lese bitte den Koran von Ahmed, die Übersetzung von Ahmed von Nemfer. Vielleicht kannst du es genießen. Und jetzt, wenn ich einen Vortrag habe, möchte ich ein Zitat holen, das hole ich von Ahmed von Nemfer jetzt. Ich kann das bezeugen, weil im Jahre 2002, glaube ich, hatte es einen Vortrag in der Stadtbücherei Garching. Ja. Das war kurz nach dem 11. September. Und da war dein Nachschlagwerk Nummer 1. Eben die Übersetzung von Ahmed von Denver. Und da war auch einer der Zuhörer, der einen Koran haben wollte. Und dann sagst du ihm, das ist der Koran von Ahmed von Denver. Und du hast ihm dann den dort geschenkt. Du hast gesagt, ich habe ihn hier bei mir. Und das war auch dann für mich ausschlaggebend, dass ich dann angefangen habe, seine Korankreise, die jede zweite Woche stattgefunden haben, alle 14 Tage zu besuchen. Und wenn ich jetzt zurückblicke, merke ich eigentlich, wie präzise und wie gründlich dieser Mann gearbeitet hat und bedauere, dass ich nicht mehr aus seinem Wissen schöpfen konnte. Ich glaube, Ahmed von Nemfer war ein verborgener Schatz, den München nicht wertzuschätzen wusste. In jedem Fall, wir bleiben noch bei Ahmed von Nemfer und wir bleiben noch bei seiner Koranübersetzung, weil es diesbezüglich noch einige spannende Geschichten gibt, die wir inshallah in der nächsten Folge besprechen werden. Das war's für heute, liebe Zuschauer. Seid nächstes Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Dardasha, mein Leben in der Dawa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.